Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Dying Light. Wieder mit einer Vi und mit Kaylin. Hallo. Und wir schauen, ob wir jetzt heute mal ein bisschen Aua gegen einen Laternenpfosten fahren können. Aua, au, au. Das Rumgeruckel ist halt leider nicht sehr hilfreich bei dem Spiel gerade bei mir. Ah, ist die Connection ist aber auch gerade nicht so der Burner. Nee, ich glaube, dass ich seit ich jetzt nur Afterburner aufnehme. Scheiße. Was ich sollte kein F drücken, ich wollte hupen. Ah. Achso, jetzt bist du ausgestiegen. Ja. Von mitten in den Zombies ausgestiegen. Nee, keine gute Idee. Na, nee. Arsch. Naja, ging. Au. Au. Gut, dass mir alles wehtut, wenn mein Fahrzeug beschädigt wird. Du fühlst mit ihm. Ja. Ja, mega, mega. Mit ihm oder gegen ihn oder. Warte. Nee, ich glaube, ich fahre mit die Wasser, Brücke. Wasser. Ich schon wieder. Brems. Ich hab gebremst. Hier geht's doch gar nicht weiter. Doch, einfach durchfahren, oder? Sonntagsfahrer! Ja, du fährst mir rein hier. Ja, aber du hältst halt auch einfach an. Ja, weil ich gegen die Mauer gefahren bin. Sorry, dass ich da anhalte. Diese Ausbremsmauern. Aber ja, ich glaube, wir könnten sie eventuell in dieser Folge schaffen, anzukommen. Ja, ich bin guter Dinge. Wenn wir uns nicht mehr aufhalten lassen gerade, ja, bestimmt. Oh, Behemoth. Könnte ich auch mal wieder live gucken, die Band. Warum? So, 100 von 500. Ach stimmt, die Errungenschaften werden ja beim Afterburner nicht mehr angezeigt. Die nächste Errungenschaft. Also noch 400 Zombies überfahren. Hey! Was? Crash-Test-Herausforderung? Genau, ich glaube, das war das. Oh, ich bin kurz vor Stufe 4 mit dem Auto. Ja, das mit dem Marker, da hat sie aber gut gemacht. Das passt tatsächlich gerade ganz gut. Ha, neue Fahrstufe. Ja, ich auch gleich. Mein Tunnel. Nein! Man kann, wenn man so halber auf den Schienen fährt, einfach nur Gas geben. Der lenkt dann automatisch. Ja. Oh ja, wirklich. Finde ich gerade echt funny einfach nur. Au. Oh, fuck, jetzt habe ich wieder natürlich irgendwo anders hinguckt, anstatt auf die Straße. Kinder, wenn ihr in einer Zombie-Apokalypse Autos fahrt, guckt auf die Straße. Macht am besten den Führerschein vor der Zombie-Apokalypse, das hilft. Auch ich glaube, während ist es ein bisschen einfacher. Ich glaube auch. Weil wenn du da wo reinkrachst, dann liegt es meistens um. Weniger Verkehr. Naja, ich glaube hier, oder? Warte mal, müssen wir da hinfahren? Wir müssen da runter, oder? Ja, wir müssen nach rechts. Aber wir kommen wahrscheinlich auch vom... Einer wie einfach straight. Ja. Na, wie hat gesagt? Fahren Sie geradeaus über den Kreisverkehr. Okay. Das Navi hat gesagt, bitte jetzt links, rechts abbiegen. Nein, nicht explodieren. Ah, Mann. Ratet mal, wer von meinem Gesicht explodiert ist. Ja, genau. Mein Nachbar Donny. So. Nun? Ich bin tot. Ah. Warte mal, wo denn? Bist du denn? Ja, ich fahr schon. Okay. Nein, zu spät. Ich bin ganz doof. Haben wir das nicht doch... Das haben wir doch schon mal gemacht, oder? Das kommt mir echt bekannt vor. Ja, aber gut. Wir hatten die Sachen schon einmal gemacht. Ja, aber dann war doch dieser Aufnahmefehler. Stimmt, ja. So, hier ist der Hochsitz. Wo ist mein Auto? Nein, fahr da durch! Wo ist denn der da hinten wohl? Boah, hier sind echt viele Zombies gerade. Oder, nee, ich glaube, hier waren wir eventuell sogar schon.
Und das ist sogar, das war wahrscheinlich, eventuell war das, ist das schon passiert. So, Ali Mutter ist. Mutter ist gut. Ja. Mutter ist Leben. Mutter wird uns helfen. So. Muss ich denn hin? Hier. Jetzt bei mir. Meine Fresse, hört endlich auf! Nein, 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 ich bin doch. Na, ich hab doch gerade kein Leben mehr. Ich will zu meinem Auto. Lasst mich zu. Kriegt mich noch irgendjemand? Ich versuch's. Ja, hier sind halt so viel Zombies gerade. Warte, ich hab eine Idee. So viel Frame Drops. Ja, genau. Komm. Weglocken. Nee, nicht das. 10 Sekunden. Du musst ja einfach nur einmal antippen. Dankeschön. Geh einfach nur tarnen. Ja, oder so. Aber jetzt muss ich mich auch mal wieder heilen. Ach so, der Typ steht hier. Ich wollte ja, ja. Alle killen. Einer von Elliot Dissen heute, okay. Ja moin. Ja tschüss. Diese scheiß Militärzombies. Versuchst du zu deinem Wagen zu kommen? Oder generell hoch gerade? Ich hab versucht zu euch zu kommen. Ah ja, ja. Ja, wie gesagt, ich säube hier gerade noch das Gebiet so ein bisschen. Ja. Seid ihr oben auf der Brücke? Ah, da seid ihr. Da, du kannst einfach hier durch. Mutter ist gut, Mutter ist Leben. Boah, warte mal, das ist eine sehr gute Idee. Mal kurz gucken, ob irgendwo noch Benzin aus dem Tankos ist. Ja, das auch. Und vergiss nicht die Motorhaube auch, da sind Teile drin. Stimmt. Ist wir brauchen hier alle Spiele sofort fahren, oder? Wahrscheinlich, ja. Ich lauf schon. Ja, nee, ist okay. Ich bin gerade am Schloss knacken, sorry. Mutter ist gut, Mutter ist Leben, Mutter wird uns bisschen? Nein? Mutter ich hol mal ein Päckchen. Ja, offen. Sorry, Ja. Wir haben Zeit. Oh, da ist, was ist das? Ah, Federungsteil, Stufe 3. Und ein Vollstrecker. Wenn man ein Zombie-Spiel spielt, wo man wirklich komplett alleine ist, ohne Menschen, ist die Welt dann trotzdem lebendig? Ja. Gibt ja noch Pflanzen und so Zeug. Ach, stimmt. Guter Einwand. Ich bin da, wer noch? So. Little hier und little da. Mutter wird uns helfen. Mutter ist gut. Was geht hier ab? Na, wenn das nicht Kyle Crane ist. Schön, dich zu sehen. Und das hier? Das ist der Segen der Mutter. Er ist einer der Gesichtslosen. Sehr gut. Ich muss ihn was fragen. Wage nicht, ihn zu stören. Es sind seine Gebete, die uns schützen. Verstehst du das nicht? Okay. Ich lasse ihn in Ruhe. Aber ich hab was für dich. Mit Grüßen von Bilal. Dieser Bastard. Das war's dann schon? Du kriegst den Strom wieder zum Laufen? Oder brauchst du noch was? Naja, da du schon fragst. Als dieses uralte Stück Scheiße die Grätsche machte, hat es wohl auch den Hauptschalter erwischt. Er muss resettet werden. Wo ist er? Im Damm. Und ich bin hier so gut wie fertig. Je schneller du das erledigst, desto besser. Mutter ist Leben. Mutter wird uns helfen. Okay, Unhold. Mutter ist gut. Unhold. Mutter ist Leben. Mutter wird uns helfen. Mutter ist gut. Einer, wie weit warst du denn mit den Errungenschaften? Es gibt ja noch einen, dass du halt einfach nur an den Wettkämpfen teilnimmst. Dann können wir jetzt ja einfach mal Errungenschaften machen, bis wir die dann fertig, oder bis du dann die Errungenschaft da auch fertig hast. Das ist ja egal, wer von uns gewinnt. Au. Und vielleicht nicht unbedingt direkt da reinrennen. Danke. Mutter ist gut, Mutter ist Leben, Mutter wird uns helfen. Ah, ich muss echt nochmal gucken, was ich rausfinde. Wie der Angriffspattern von denen ist. Mutter ist gut, Mutter ist Leben, Mutter wird uns helfen. Mutter ist gut. Der hätte 208 jetzt hier, der. Ui.
Achso, jetzt, sorry, ich hatte euch eine ganze Stunde geschaltet. Ja, guck mal, das ist der Breakdance-Zombie. So, jetzt, also wie gesagt, mit der Errungenschaft da. Genug gebreakdanced. Hey, lass meinen Breakdance-Zombie in Ruhe. Guck mal, wie der zittert. Ich helfe ihn. Oh nein. Er ist jetzt einfach im Rücken gebreakt. So. Dann rein. Ich mach euch nicht. Oh. Au. Ich glaub, das war eine Falle. Nein, das war mein Pfeil. Das war eine Falle. Nein! Ich hab. Es war eine Falle. Es ist niemand so dumm und schießt seine Kamera mit Feuerpfeilen ab. Ich wollte nur Licht machen. Weißt du, wenn man auch Licht machen kann? Taschenlampe. Kleine Taschenlampe brennt. Ich fand's eigentlich lustig, dass der Art ist ein langer Gang. Ich schieß mal rein. Ups. Oh. Oh, fuck. Das Wasser muss wieder ausgehen. Kann nie etwas einfach sein. Oh, ganz vergessen. Also ich habe die gerade in einer Zwischensequenz gesehen. Mhm. Oh! Der hat Freunde mitgebracht. Hey, hier geht's weiter. Ich habe auch was zu schießen. Er ist tot, Jim. Oder? Nee, so nicht. Der braucht noch seine paar Minuten. Oh. Ha, ich schieße hier auf den Popo. Geht weg von ihm. Jetzt hat er mich mal getroffen. What? Sorry! Ah, jetzt kann man ihn schon mit der Hand aufschlagen. Warte nur, bis er mich irgendwann mal. Nein! Ich wollte gerade sagen, ich warte nur darauf, bis er mich irgendwann mal ins Loch reinschmeißt. Ich bin selbst ins Loch gefallen. Oh, er hat eine tödliche Felleraxt. Wir sollen ja unten weiter. Ich glaube auch. Aber pass auf, hier sind sehr viele Spucker. So, komm schon, kostenlose Reparierung. Nein. Tee? Ein Tee erstmal. Der Tee wäre echt nicht mal so schlecht. Obwohl, nee, ich hatte gerade einen Käfke. Tee oder Kaffee? Ich nehme Eistee. Ja, das ist tatsächlich auch. Boah, ich überlege mir, ob ich jetzt nachher noch rausgehe und dann Eis essen gehe oder so. Ja. Aber ich war sogar schon Eis. Ich war auswärts essen und ich muss sagen, wenn die 5,60 Euro für eine Cola verlangen, dann gehe ich da nicht mehr so oft hin. Ja. Das Essen war gut. Ja. Aber das Getränk für 5,60 Euro ist unverschämt. Ich würde sogar schon sagen, das ist normal, leider. Ja, teilweise. Da wo ich herkomme, also ich bin ja umgezogen. Ach ja, ich bin drin. Ich drücke ja jetzt den Schalter. Da wo ich herkomme, da hast du für 2,80 einen halben Liter Cola bekommen. Ja, jetzt im Restaurant. Ja, in der Gaststätte halt. Das Restaurant oder sowas? Das ist halt irgendwie, wenn du halt vom Land irgendwie in die Stadt reinziehst. Ja, stimmt. Wo ich habe gestern im Club habe ich halt auch für ein Mountain Dew irgendwie 4 Euro bezahlt. Also drück bitte auf die Tube. Müsste ich, glaube ich, wissen, was ein Mountain Dew ist, ne? Das ist so ein Limo.
Das ist das, wo du bei Twitter genommen hast, dieses genau, ja. Energy Drink Sache. Mhm. Hey, guck, kommt hier, Lackierung. Oh, warte. Die haben aber, glaube ich, ein Zeitlimit, oder? Nö. Nö, okay. Würden normal bei der Mission oder ganz oben, glaube ich, angezeigt werden. Ist das sowas wie Fritz Cola, ohne jetzt irgendwie Werbung machen zu wollen? Nee, Mountain Dew ist so ein Energy Drink, der halt in Amerika sehr beliebt ist und sehr PC, du musst nachher kommen, glaube ich. Das ist halt wie so ein Energy Drink, du kennst es, sowas wie Red Bull. Ah, okay, also schon wirklich Energy. Ja, schon eine größere Marke und auch im amerikanischen Bereich ziemlich bekannt. Ja, aber ich eher Limo als Energy Drink. Ich glaube, da ist kein Taurin drin. Doch, das ist so ein komischer Energy Drink. Das ist ganz aber es schmeckt seltsam. Halt nicht nach Energy Drink. Ja, weil der ist ziemlich süß. Ja. Bei uns kriegst du den halt auch gar nicht so häufig. Also ich glaube, Rewe und Real kriegst du den mal an Tankstellen. Den kriegst du halt auch nicht in jedem Geschäft. Ich kenne das halt bei South Park kam, dass es gibt dann Double Dew, der hat dann irgendwie doppelt so viel Zucker und Koffein oder irgendwie sowas. Aber der Gesichtslose ist draußen geblieben und ich weiß nicht, was da gerade abgeht. Es klingt jedenfalls übel. Wie sie? Da, hier in der Ecke, da hinten. Fein. Das ist so eine Quest, die möchte einen Stress machen, aber ist nicht wirklich zeitgebunden. Ja. Böse Quest. Ah. Okay, hier geht's raus, wo ich bin. Hier geht's nicht weiter. Warum sind eigentlich Abflussrohre in Videospielen so beliebt? Hm. Weil du da im echten Leben normalerweise nicht hinkommst. Der Reiz des Unerforschten. Ich glaube, du kannst damit in einem... Gut, da könntest du bei ITler einfach auch irgendwo Frauen hinsetzen, also... Oh, diese Klischees. Ja, aber die Klischees, sie entspringen so, der Wahrheit. Darüber, oder? Ja, genau, da und dann rechts. Ich benutze keine Klischees, ich benutze nur hart studierte Fakten. Ich benutze keine Klischees, nur 0815 Stereotypen. Meinst du links? Ja, wie links gesagt? Nee. Ich hätte rechts gesagt, wo du rein musstest. Ach so, ja. Wie sagt man, ich benutze, ich komme nicht hier mit irgendwelchen Klischees. Ich benutze Eigenerfahrung, oder wie nennt man sowas? Genau. Ja, Selbsterfahrung, Selbstfindungsphasen. Oder die subjektive Wahrnehmung. Nein, die objektive Wahrnehmung in dem Fall. Es ist halt so. Ich glaube, ja. Bissi ist nämlich schon längst unterwegs. Ein Glück schaut eh niemand diese wie Idios. Ja, der ist ein bisschen zerlegt. Oh, Achtung, da macht's bumm und drei. Okay, jetzt. Nicht, dass sowas mal ans Tageslicht kommen würde. Tja. Okay, ich habe explodierende Pfeile. Ich sehe das als gute Idee, hier zu nutzen. Hey, das ist mein Auto. Oder ein Auto. Ja. Nicht meins. Ja, das ist meins. Da ist er klar. Deins wird nach unten stehen, oder? Sag Bescheid, wenn es sicher ist. Sicher, oder? Ich glaube auch. Ja, wir sollen ja Bescheid geben. Wir können ihm jetzt Bescheid geben. Jetzt. Sprechen Sie mit Ali. Prinz Ali. Okay, ich glaube, es ist jetzt sicher. Jesus, was ist passiert? Dann führte er mich hierher, sagte, ich soll reingehen und abschließen. Jetzt ist er tot. Möge die Mutter seine Seele segnen. Lass uns gehen, Ali. Du sagtest, du müsstest da draußen noch was zu Ende bringen, richtig? Ja, ich war fast fertig. Muss nur noch ein paar Schalter drücken. Ich halte so lange Wache. Bereit? Ja, lass uns gehen. Je schneller wir es hinter uns bringen, desto besser. Okay. Wo ist denn der Typ, der Muttermann? Ja, der liegt da. Das sind seine Reste. Das hier, der hat gar keine Maske auf. Achso, die Maske liegt daneben. Was für eine Lüge, er ist gar nicht gesichtslos. Ich seh's ja ganz genau, er hat Ähnlichkeiten mit Bruce Willis. Aber die Gesichtslosen haben auch Gesichter. Was? Was? Fake News! Wer von euch schaut Game of Thrones? Ich tatsächlich nicht. Ich habe leider noch nichts gesehen, aber ich werde es anfangen, wenn mein Leben wieder geregelt ist. Ich bin sogar auf dem aktuellen Stand. Hm, ja.
Kannst du ruhig was spoilern, weil bis ich anfange und durch bin, ist ja, 2023. Allerdings machen wir das nach der Folge. Ich weiß nicht, wer von den Zuschauern da eventuell noch gucken also will. Eine Sache kann ich sagen, ohne grob zu spoilern, es geht um Sex, Krieg und Intrigen. Genau. Was? Wer das als Spoiler empfindet, der hat noch nie gelesen, um was es eigentlich in Game of Thrones überhaupt geht. Das bricht ja jeder einfach so runter. Krieg, Sex und Sex. Nee, Intrigen sind auch noch dabei. Ich glaube, es war aber gut, dass wir hier vorhin schon mal aufgeräumt haben. Sonst wäre wahrscheinlich hier deutlich mehr los gewesen. Ja. Fast erledigt. Er sagt jetzt einfach 10 Minuten lang fast erledigt. Habe ich gerade echt einen Zombie auf einen anderen Zombie gehauen und der andere Zombie, auf den ich den Zombie gehauen hat, ist darüber in die Elektrizität geflogen? Nice. Domino-Day. Das ist zombie-tastisch. Zombie-No-Day. Hey, da ist ein Zombie. Da war ein Zombie. Warum? Ey, das ist kein Wunder, dass es Zombies sind. Die ganze Zeit loot ich von denen nur Zigaretten. Ah. Ich hab vorhin mal 50 Stück verkauft, weil ich 99 hatte. Ich erkenne Parallelen. Ich brauche nur noch ganz kurz. Ah, da kommen sie ja schon. Das Lustige war, ich war beim Essen und habe mich dann draußen hingesetzt oder in so einen halb draußen Bereich. Dachte so, oh ja, da haben sie sogar Wärmelampen. Das ist so einfach zur Erweiterung von dem Restaurant. Dann gucke ich und dann kommt mein Essen und dann fangen drüben Leute an zu rauchen. Und ich dachte, ach scheiße, ich bin im Raucherbereich. Ja, das ist tatsächlich, das ist das einzig Gute bei mir, dass meine ganze Familie raucht. Ich habe kein Problem, wenn neben mir jemand raucht, wenn ich esse. Also ich hab ein Problem, wenn neben mir jemand raucht, während ich esse. Ja, aber ich spreche es nicht an, solange mir das nicht ins Gesicht raucht. Oh nee, Alarmanlage habe ich noch gar nicht. Achso, jetzt hatte ich das gehört. Also, was? Na gut, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge reden wir mit Ali mal. Mal gucken, was sie noch zu sagen hat. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao.